Ja, meine Freunde, ich begrüße euch herzlich zurück zu einer neuen Ausgabe unseres täglichen Formats Daily Dose Runes of Magic. Heute in einer Nachtausgabe, so ungefähr. Etwas später, im Endeffekt, weil ich den ganzen Tag unterwegs war. Aber ich halte mein Wort und gebe euch auf jeden Fall noch die heutige tägliche Dosis, damit wir auch ein Stückchen wieder weiterkommen, ne? Ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende schon mehrere Runes of Magic Folgen wieder aufgenommen, also es ist eine ganze Menge geworden. So viel kann ich schon mal verraten. Die erste habe ich auch schon hochgeladen, nur möchte ich die eigentlich wieder um 18 Uhr veröffentlichen und irgendwie habe ich das verpeilt, heute die Folge zu veröffentlichen. Ich werde jetzt erstmal für die Anfangszeit wieder zwei Folgen Runes of Magic in der Woche neben den Daily-Dosen machen. Das kommt daher, dass ich in der nächsten Zeit erstmal noch sehr viele Folgen aufzunehmen habe und noch eine Menge zu tun habe und eigentlich die 300. Folge ja auch ansteht. Ihr werdet es sehen, dass die 300. Folge doch nicht in den aufgenommenen Folgen drin sein wird. Ja. Auf jeden Fall. Da müssen wir, glaube ich, hier rein. Genau, wir müssen hier rein. Okay, machen wir das. So, ja, genau. Was ich sagen wollte und nicht lügen. Jetzt bin ich gerade raus. Scheiße. so, 1, 2, 3. Scheiße, ich habe den Faden verloren. Achso, genau. Ja, genau, die 300. Folge ist nicht enthalten in den aufgenommenen Folgen. Wir werden jetzt also erstmal ein paar Zwischenfolgen machen. Das hat den Grund, ich muss für die 300. Folge nochmal ein bisschen was organisieren. Eigentlich hatte ich das schon mal längst organisiert, aber die Organisation hängt jetzt, ist vor ungefähr 5 bis 6 Monaten erfolgt. Und ich weiß nicht, ob die ganzen Dinge noch aktuell sind. Da muss ich erstmal Zeit finden, das nochmal neu zu organisieren. In der Zwischenzeit wird es Überbrückungsfolgen geben. Auf jeden Fall, die 300. Folge ist aufgeschoben, aber nicht aufgehoben, ne? Ich möchte erstmal wieder in den normalen Rhythmus auch vor allem zurückkehren, ne? Und ich denke mal, das wird dann alles recht bald sich ja, wieder normalisieren und dann wird es auch dann die 300. Folge geben. So viel dazu. Siedler 4 ist auch aufgenommen, liegt auch schon hochgeladen bereit, sollte ab morgen wieder zur Verfügung sein. In ein paar Folgen, ich habe ein paar uralte Folgen Isaac, die ich irgendwann mal aufgenommen habe, auch noch gefunden, die habe ich auch hochgeladen und die sollte es dann ab Mittwoch geben. Ja, sodass dann jetzt erstmal wieder ein bisschen LP-Content ansteht, ne? Ja, das ist das soweit. Habe ich irgendwas anderes vergessen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das war erstmal soweit alles, was anstand. Haben wir nicht den letzten Speer von Noga? Achso, ist das die magische Rune verwenden? Moment, warum haben wir die magische Rune da? So, und jetzt können wir. Okay. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Jetzt kriegen wir hier ein paar Gegner. Hallo. So, sehr schön. Quest fertig, dann gehen wir hier wieder raus. Ja, das war erstmal alles zu den Let's Play-Folgen, die es jetzt in den nächsten Tagen geben sollte. Wie gesagt, die Daily-Dose sollte ganz normal laufen. Ich hatte echt am Überlegen, jetzt wo ich gerade so gesagt habe, Nachtausgabe, ob ich die Daily-Dose vielleicht auch mal mehrfach täglich mache in mehreren Ausgaben. Was weiß ich, die Morgenausgabe frisch zum Frühstück, die Abendausgabe zum Abendbrot und die Nachtausgabe für die Nachtschwärmer. Oh Gott, ich übernehme schon wieder total, ich weiß. Aber wer weiß, vielleicht mache ich mal einfach zum Spaß einzelne Folgen so. Das sollte dann nicht, auf gar keinen Fall, nicht zu erwarten bitte, Standard werden, sondern das wird dann mehr so ein Gag sein, ne? So fällt ein Gag, den ich mal häufiger mache, wenn es Spaß macht. Aber es soll nicht der Standard werden, ne? Obwohl so ein Frühstücks-Let's-Play hätte was. Ich nehme mir ja sowieso immer gerne ein bisschen Zeit zum Frühstück. Und wenn ich, und spiele meistens immer irgendein Klicker-Game oder sowas dabei. Wenn ich irgendwie mir ein kleines, einfaches Game immer zum Frühstück nehme und dann einfach zum Frühstück bei einem schönen Kaffee eine ganz kurze Runde mit euch was spiele, es hätte schon was. Die besten Ideen kommen abends, wenn man sowieso kurz vorm Schlafen ist oder total besoffen ist. Dann kommen auch immer gute Ideen. Apropos, ihr könnt ja mal sagen, für all diejenigen unter euch, die
öfter mal eine Vollmilch trinken oder so. Ob ihr mal irgendwie eine ganz verrückte Idee hattet, während ihr ein bisschen mehr Milch getrunken habt. Ne? So ungefähr. Und ihr dabei herausgefunden habt, dass diese Idee eigentlich gar nicht so verrückt ist, sondern irgendwie etwas absolut Geniales hat. Es gibt ja so ein, ja, es ist kein richtiger Mythos, sondern es ist tatsächlich, glaube ich, eine Geschichte, die so sich ereignet hat. Es gab tatsächlich mal einen Maschinenbaustudenten, der hat in einem Vollsuff, also natürlich mit reinster Vollmilch, ne? Wir wollen hier Jugendschutz wahren und so. Also im Suff von reinster Vollmilch hat er sich hingesetzt, hat wie wild etwas an ein Whiteboard gekritzelt. Die haben wohl in der WG oder sowas haben so ein Whiteboard gehabt. So, und dann ist er schlafen gegangen. Und am nächsten Morgen sieht sein Wohnungskollege sozusagen, was denn da drin, was er da angezeichnet hat. Und im Prinzip hat der so aus dem Nichts in dem so Vollmilchsuff, hat er da den Plan für ein Flugzeug aufgezeichnet, was auf dem Wasser landen kann. Ich meine, das sowas war bereits erfunden und so. Aber der kannte die Technologie nicht und der hat tatsächlich halt eine Technologie, die es ermöglicht, da auf dem Wasser zu landen, hat er da einfach so angezeichnet und ihn dann schon im Prinzip neu erfunden nochmal, ne? Ja, und das Ende der Geschichte ist, der arbeitet, glaube ich, jetzt bei Lufthansa oder sowas. Oder auf jeden Fall beim Flugzeughersteller. Ich meine, es wäre Lufthansa. Ich bin mir aber, darauf will ich mich nicht festlegen. Ihr könnt ja mal danach googeln. Ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte anzulesen. Ist auch in der Presse nachzulesen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, die FAZ oder so hat darüber mal berichtet. Darauf will ich mich aber auch nicht festlegen, welche Zeitung es genau war. Aber wenn man danach sucht, dann findet man das auch. Gut, ich denke mal mit den Worten und nochmal einen kurzen Besuch erstmal beim Postkasten und zweitens mit dem Abholen unseres täglichen Treuebonuses. Moment. Täglicher Treuebonus. So, kostenlos abholen. Jetzt haben wir was Neues im Item-Depot. Was haben wir Neues bekommen? Trank des Erwachens. Okay. Das ist in Ordnung. Nichts Überragendes, aber es ist auch nichts Schlechtes. Ah! Takumirai. Da du im letzten LP keine Tränke hattest und ich zu viele davon habe, falls du den noch nicht brauchen solltest, kannst du sie auch verkaufen oder wegschmeißen. Oh, vielen herzlichen Dank, Reiser. Ja, die werde ich mir mal direkt mit in Dingsbums ziehen. Hier, zack, da. Genau, damit wir uns ein bisschen heilen können. Also Mana auffüllen können. Gerade als Bewahrer ziehen wir ja unglaubliche Mengen an Mana durch. Gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der morgigen Folge wieder. Ich wünsche euch alles Gute. Bis dann. Ciao, ciao.